Es ist kein Privatjetflug, es ist ein Heliflug. Was, wieso das denn? Ein Heliflug? Ja, ein Heliflug über Stuttgart. Guten Tag. Hallo. Hallo. Angelina Martin. Hallo. Hausgas Michael. Hallo, wir haben telefoniert. Jawohl. Ah, ja, super. Was haben Sie denn da dabei? Ja, das ist ein kleines Werkzeug. Das lassen Sie auch Sie sich mal überraschen. Ich gucke einfach mal, in welchem Zustand der Helikopter ist. Das wird aber wahrscheinlich schwierig mit der Sicherheitskontrolle. Es bekommen wahrscheinlich durch die Sicherheitskontrolle. Ja, sicher kein Ukulele. Die Lilili, die sind wir uns einig, oder? Ich will gar nicht fliegen. Jetzt, Schatzi, bitte, komm, das fliegen wir hin. Das machen wir schon. Ja, und die Fliegerei heute. Mit Heli auch noch, mag ich gar nicht. Ja. Schatzi, bitte. Bitte, kriegen wir hin. Hin und weg ist Angelina noch nicht. Bei dem abgehobenen Lebensgefährten kein Wunder. Wie soll man denn da auf dem Teppich bleiben? Ohne Teppich. Der darf ja noch hier rein. Hat er keinen Teppich drin? Ja, ich wusste ja nicht, dass Sie das Ding mitbringen. Ich dachte, Sie machen da bloß ein bisschen auf. Aber Polster oder so, okay. Schatz, ich komme zu dir. Ja, ja. Ich verkaufe Ihnen nachher noch einen. Glaub mir. Du bist doch irre. Nein, die brauchen das genau. Du musst auch gereinigt werden. Also, weißt du, ich weiß gar nicht, was das soll hier heute. Doch, guck mal, wie das aussieht. Die Aussicht aus dem Hubschrauber ist atemberaubend. Dieses Kapitel heißt Der Aufstieg des Selfmade-Mans. Wer sollte ihn aufhalten? Aber wann lüftet er endlich das Geheimnis dieses Höhenflugs? Unser Pilot weiß ja, wo es hingeht. Ja, ja, klar. Okay. Schatzi, guck mal, die haben alles Kunden von uns. Die haben alle noch keinen Staubsauger von uns. Das ist unglaublich. Wir haben einen Markt, der ist nicht zu bearbeiten. Sensationell ist das. Na dann los. Wahnsinn. Siehst du das da? Ja. Tennisplatz, links davon ist ein Baukran und da ist eine Baugrube. Wie würde dir denn dieser Platz hier gefallen, im Falle ich auf den Aston Martin verzichten würde? Gestern hast du mir noch gesagt, es ist die Wohnung wäre jetzt mal wichtiger, das Eigenheim. Hast du den Heliflug gebucht? Warum habe ich den Heliflug gebucht? Dass du dich auch absolut wohlfühlst, wo wir in Zukunft wohnen sollen. Ja, Schatz. Also, guck, da siehst du da unten nochmal. Das ist eine super Gegend. Wunderschön. Dann haben wir unser Geschäft, wohnen hier schön, alles in Ordnung. Herzensbrecher Michael weiß, wie er seine liebste Angelina beglücken kann. Die Aussicht auf das eigene Häusle bringt die schwäbisch-spanischen Augen des Ex-Models zum Strahlen. Die dunklen Wolken sind auf einen Schlag wie weggesaugt. So kann man eben bei Angelina landen.